Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu diesem Video. Namaste und Hare Krishna. Ich überlege gerade, ob das eigentlich sinnvoll so ist, diese Einleitung immer so zu machen. Egal, ich hatte eine wahnsinnige Erkenntnis und bei dieser Erkenntnis ist mir noch was klar geworden, oder so richtig klar geworden, nämlich, dass man einerseits das Wissen haben kann oder die Info, aber diese Sache dann nochmal richtig zu... Ich weiß nicht, zu verstehen, zu verinnerlichen, zu fühlen, ist nochmal was ganz anderes. Und ich will euch kurz von meinem Erlebnis erzählen, was für mich wirklich irgendwie richtig eindrücklich war, muss ich sagen. Also wirklich, ich hatte selten so eine Erkenntnis so richtig gespürt, sage ich mal, so richtig doll, so richtig so verinnerlicht, dass mir die richtig klar geworden ist, ja. Und es kam jetzt eben dadurch wahrscheinlich, dass auch verschiedene Eindrücke einfach zusammenkamen, die so zu dieser Erkenntnis gepasst haben. Und das war eben so, dass ich in den Tagen, in den letzten Tagen viel unterwegs war und also hunderte Kilometer Auto gefahren bin und auf Montage war und heute dann noch den ganzen Tag durch Berlin gefahren bin, beziehungsweise heute so eine Veranstaltung besucht habe und dann einmal durch Berlin gefahren bin. Und ja, das war eben so ein richtig krasser Moment, weil es war heute wieder mal so ein wirklich verregneter Tag, so, also leichter Regen, eher so Niesel. Es war bewölkt, grau. Ja, Berlin, da lag so ein Schleier drauf irgendwie. Und trotzdem hast du natürlich die ganzen Menschen gesehen, die aber trotzdem wie die kleinen Ameisen trotzdem draußen waren, ja, trotz des schlechten Wetters und halt durch die Straßen gewuselt sind. Und ja, die meisten gehen auch recht schnell, ne? Also nicht, dass man ganz entspannt über eine Ampel läuft. Klar, bei dem Wetter, man hat was zu tun, man will zur U-Bahn, zur Arbeit, was auch immer. Und da wurde mir auf einmal was so richtig klar. Und das hängt aber auch vor allem mit den letzten Tagen zusammen. Wartet mal, ich überlege gerade, wo hatte ich denn eigentlich dieses Wissen dann her, diese Erfahrung, diese Erkenntnis, nicht Erfahrung, Erkenntnis. Ja, durch diese Texte, die wir da gelesen haben, oder allgemein diese Texte, die ich dann auch gelesen habe, wo eben nochmal so mir richtig klar wurde, dass das Materielle eben so wirklich das Gegensätzliche ist zum geistig-spirituellen. Und ich fühle mich auch total an meine Jugendzeit erinnert, Kindheit wollte ich jetzt sagen, Jugend, wo ich das noch so richtig krass gespürt habe, dass diese Ausrichtung des Fokus, also die Ausrichtung des Geistes der Menschen auf die Materie, dass das die Menschen total bindet und fesselt an die Materie. Und das hatte ich meine ganze Jugend über, habe ich das total gespürt, dass die ganzen Handlungen sozusagen die Menschen verstricken, verstricken in die Materie. So, und jetzt war das also so, jetzt haben wir diese Texte und so gelesen und da hat ja sozusagen Gott nochmal geschrieben, ja, wenn ihr also euren Willen missbraucht, wenn ihr euer ganzes Leben lang nur irdische Dinge tut und anstrebt, ja, dann kann da nicht viel Gutes bei rauskommen, ja. Und das ist mir jetzt nochmal so richtig klar geworden, wo ich durch Berlin gefahren bin. Die eigentliche Erkenntnis kommt aber noch. Die eigentliche Erkenntnis war nämlich, dass ich also die ganzen Menschen gesehen habe, die da ihrer Tätigkeit nachgehen und dachte ich, alle haben was zu tun, ich habe auch viel zu tun, ja, oder probiere in dieser Materie, in der materiellen Ebene hier, probiere ich irgendwie frei zu werden, indem ich zum Beispiel finanziell frei werde, ja. Und auch dieses irdische Streben also. Und da ist mir eine Sache klar geworden. Eine Sache. Und die lässt sich mit ein paar Worten ausdrücken. Die ist so einfach und so klar, diese Sache. Und da bin ich heute, wie gesagt, saß ich im Auto, bin durch Berlin gefahren, habe alle so gesehen, dieses graue Wetter, alle Menschen, die da langlaufen, schnell irgendwas machen, tun. Und da wurde mir auf einmal klar. Ist die Musik eigentlich zu laut, weil ich die jetzt so höre? Habe ich mich voll unterbrochen. Egal, da wurde mir auf einmal klar, dass das alles nur erfunden wurde, dass
existiert nicht aus sich selbst heraus. Alles, was passiert, die ganzen Menschen, die arbeiten, davon ist kaum etwas freiwillig, weil man es einfach so tut, sondern es hat alles den Zweck, irgendwie entweder materiellen Reichtum zu erlangen oder gesellschaftlichen Normen zu entsprechen, diesen indoktrinierten Normen, ja? Das heißt, wir müssen alle uns bestimmt kleiden, wir müssen alle diese Dinge besitzen und so weiter. Dafür müssen wir dann wieder arbeiten gehen und so. Und da wurde mir das auf einmal, fiel mir das wirklich wie Schuppen von den Augen. Ja, hier wie Schuppen fiel mir das von den Augen runter. Und ich hatte die Erkenntnis so verinnerlicht und so gespürt auf einmal und dachte, wow. Und da habe ich so die ganze Erde gesehen, die ganzen Menschen, die ganze Erde. Und dachte, krass, das ist alles künstlich erschaffen worden, damit die Menschen jeden Tag beschäftigt sind und keine Zeit haben. Und wir wissen das alle. Ich wusste das ja schon immer, schon vorher, klar. Die Menschen sollen beschäftigt werden, völlig logisch. Aber heute in Berlin, ich habe das so gespürt auf einmal, ich dachte, boah, das ist der Punkt. Diese Beschäftigungstherapie, dass die Menschen keine Zeit haben. Den ganzen Tag wuseln die Menschen auf der Erde rum, machen irgendwas und sind mit ihrem Geist total auf die Materie fokussiert. Oh, schönes Mikrofon. Oh, schönes Kleid. Oh, lecker Kaffee trinken. Oh, dieses und jenes. Oh, ich muss zur Arbeit. Und den ganzen Tag ist der Mensch abgelenkt von sich selbst. Hat keine Zeit, in sein Inneres zu hören, sich anzuschließen da oben. Keine Zeit, keine Energie. Lust will ich nicht sagen, ja, sind ja abgelenkt. Aber das fiel mir heute wirklich so krass, wie Schuppen von den Augen, dachte ich, boah, alles künstlich. Eine total künstliche Welt, nur um beschäftigt zu sein. Damit man auf die Materie fokussiert ist. Weil das eine bestimmte Schwingung ist, die Materie. Und das hat eben spirituelle Gründe, dass das Gute ist auch gleichzeitig das Leichte, das Lichtvolle und so weiter. Und das Materielle ist das Schwere, das und so weiter und so fort. Das hat bestimmte Gründe. Ja, das hier, man muss es leider so sagen, es hört sich so blöd, so komisch an, ja. Aber die Materie ist die liebste Spielenergie, der liebste Spielball vom Bösen, vom Ahriman, vom Satan, vom Dunklen. Das ist die Ebene der Materie. Man muss es so sagen. Und der Geist ist sozusagen das Gegensätzliche zur Materie. Und dadurch, dass die Menschen den ganzen Tag auf die Materie fokussiert sind, mit ihrem Geist, mit ihrer Energie, sind sie fokussiert auf die Materie. Ja, der Peter vom Königreich, der hat immer gesagt, warte mal, was hat er gesagt? Wenn du nur auf die Materie, wenn du mit deinem Geist nur auf die Materie begrenzt bist, oder wie hat er das immer gesagt? Nee, oder wenn du immer nur auf dein Fokus auf deinen Körper, auf den materiellen Körper und auf die Materie und die Welt und so legst, dann wirst du auch nicht über deinen Körper hinauskommen. Völlig logisch. Ja, wenn du dich den ganzen Tag, oder er hat gesagt, identifizierst, glaube ich. Er hat gesagt, wenn du dich nur mit deinem materiellen Körper identifizierst, genau, dann wirst du auch keine Erfahrung über deinen materiellen Körper hinaus machen können. Beziehungsweise, ja, es ist so. Wenn du dich vollkommen nur auf die Materie konzentrierst, wirst du nur Erfahrungen mit der Materie machen können. Du wirst keine Anbindung nach oben haben, du wirst keine übernatürlichen Sachen erleben und so weiter. Also versteht ihr, was ich meine? Ja, jetzt, also jetzt nicht übertreiben, ich meine es jetzt, ne? Versteht ihr, was ich meine? Naja, gut. Das ist mir heute wirklich so klar geworden. Also, ich war mir vorher schon klar. 100% klar. Aber, wie gesagt, man kann Informationen wissen. Du kannst wissen, dass die Herdplatte, bestes Beispiel, ne? Du kannst wissen, die Herdplatte ist heiß. Aber eigentlich weißt du es doch nicht. Ey, das ist perfekt, das ist so genial. Du kannst es wissen mit deinem Verstand und deinem Kopf,
kannst du wissen, dass die Herdplatte heiß ist? Der Satz, ich finde ihn so toll gerade. Du kannst wissen, dass die Herdplatte heiß ist. Und trotzdem weißt du nicht, dass die Herdplatte heiß ist. In Klammern, wenn du es nicht gefühlt hast. Das ist eigentlich genial. Aber eigentlich stimmt's nicht, weil wenn man die Wörter wirklich mal von der Bedeutung her so nehmen würde, dann würde das ja auch bedeuten, dass wenn du etwas weißt, dann müsste man sagen, dann müsste es auch etwas zu wissen, ist ja eben nicht glauben, sondern wissen heißt ja, dass es wirklich so ist. Das heißt, du müsstest theoretisch dazu auch eigentlich immer Erfahrung haben. Das heißt, du könntest eigentlich gar nicht sagen, wenn du die Herdplatte noch nicht angefasst hast und dich verbrannt hast, dann könntest du gar nicht sagen, ich weiß, dass die Herdplatte heiß ist. Kannst du gar nicht wissen, weil du hast dich noch nicht verbrannt. Oder? Eigentlich heißt es, wenn ich sage, es gibt Gott, das ist eigentlich witzig, das erinnert mich gerade so ein bisschen an Mathematik, ne? An Logik aus der Mathematik, denn wenn das eine so ist, dann muss das andere so sein, ne? Gleichung aufstellen. Das ist eigentlich irre. Von daher, wenn man da so rangeht, dann ist eigentlich Mathe und Physik auch total toll. In der Schule ist es bloß total krank, wie das den Menschen beigebracht wird. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, nach dieser Theorie, es gibt Gott und ich bin davon 100% überzeugt und ich sage, ich weiß das, für mich ist es kein Glaube oder so, ich weiß das, dann müsste das eigentlich auch heißen, dass ich Erfahrung mit Gott habe. Weil wir haben ja eben gelernt, wenn man etwas weiß, muss man auch Erfahrung dazu gemacht haben. Ja, und ich sage, ich weiß, es gibt Gott aufgrund vieler Erfahrungen, weil mein Weltbild einfach so geschlossen, in sich geschlossen und logisch ist, dass es nur diese Erklärung gibt. Es kann keine andere Lösung geben. Geht nicht. Egal, was man durchspielt, egal. Selbst wenn wir hier ein Computerspiel wären und von jemandem erschaffen werden, es ist egal, wie du es drehst und wendest, es führt alles zu einem Schöpfer. Und ja, wie gesagt, ich kenne ja auch genug Hintergründe zum Gott, also nicht Gott sei Dank, aber wahnsinnigerweise hatte ich ja so ein Leben, wo ich ganz viel über die Schöpfung lernen durfte, über die feinstofflichen Welten, wie das von oben nach unten organisiert ist, mit den ganzen Wesenheiten. Und ja, über Gott persönlich weiß ich jetzt nicht so viel, aber zumindest ist das Gefühl auf jeden Fall da irgendwie. Aber das Lustige ist, vielleicht habe ich es auch nur vergessen und weiß aber noch, dass es so ist. Weil, wie gesagt, wenn ich sage, ich weiß, es gibt Gott, muss ich ja dazu Erfahrung gemacht haben. Und ja, das heißt, ich muss schon Erfahrung mit Gott gemacht haben. Irgendwie. Ja. Na gut. Na gut, ihr Lieben. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte übermitteln, was ich sagen wollte. Ich hoffe, ich konnte übermitteln, was ich übermitteln wollte. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Würde ich mich sehr freuen. Aktiviert diese YouTube-Glocke, damit YouTube mich mal ein bisschen bewirbt, ne, und nicht immer untergehen lässt. Und ja, dann sehen wir uns gerne im nächsten Video. Bleibt gesund, bleibt bewusst. Werdet spirituell, dann wird alles gut. Macht's gut.